Hallo, ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Das ist das hier. Und ich bin angekommen im ersten Teil, der da lautet, wie heißt da? Geschichte und Epidemiologie. Ah, hier ist auch der Duden. Im Kapitel 4, Führungskräfte und Antisozialität, das ist von Gerhard Dammann geschrieben worden. PD, Dr. Med, Diplompsychologe, Diplomsoziologe Gerhard Dammann. Psychiatrische Dienste Thurgau, Psychiatrische Klinik Münsterling. Hier ist eine Adresse aus Münsterling, Schweiz angegeben. So. Gut. Dann wissen wir auch, wer das geschrieben hat. Führungskräfte und Antisozialität. Der erste Teil lautet Einleitung. Dann kommt pathologische Führung, Manager und Leader. Der Abschnitt ist ein bisschen länger. Dann kommt White Collar Criminals, forensische Wirtschaftspsychologie, Evolutionspsychologie von Egoismus und Altruismus, antisoziale Persönlichkeitsstörung, nur eine Ursache neben anderen, Investmentbankerstudie. High Risk Sensation Seeking, eine gemeinsame Basis von Leadership und Antisozialität, Fragezeichen. Die Studien von Babiak und Haare, Prävention und Maß und therapeutische Maßnahmen. Damit schließt das Ganze und dann kommt der zweite Teil Grundlage. Ich lese. Im Kapitel Führungskräfte und Antisozialität von Gerhard Dammann die Einleitung. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Führungskräfte und Antisozialität 4.1 Einleitung. In der Vergangenheit wurden Führung, Macht und Charisma häufig mit außergewöhnlich mutigen, heroischen oder begabten Persönlichkeiten in Verbindung gebracht. Seit einigen Jahren ändert sich diese Perspektive dahingehend, dass auch mögliche pathologische Aspekte stärkere Beachtung finden. Und dies nicht nur bei extremsten Diktatoren wie Hitler, Stalin oder römischen Kaisern wie Nero und Caligula. Plötzlich geraten ganz allgemeine Wirtschaftsführer und Politiker in den Fokus. Man könnte von einer klinisch-psychologischen Wende in der Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftswissenschaft sprechen. Man könnte von einer klinisch-psychologischen Wende in der Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftswissenschaft sprechen. Diesem Paradigma einer klinischen Organisationspsychologie, deren Grundsteinlegung etwa durch den niederländischen Managementprofessor und Psychoanalytiker Manfred Kees de Vries erfolgte, wird im Folgenden Rechnung getragen. Mittlerweile wurde von der psychodynamischen Organisationstheorie unter anderem die Bedeutung folgender Bereiche bei der Führung und Organisation näher herausgearbeitet, die normalerweise nicht mit Wirtschaft in Verbindung gebracht werden. Neid, Geschwisterrivalität, destruktive Gruppendynamiken, maniforme Abwehr oder ödipale Konflikte. Wirtschaftskriminalität ist vielfältig. Untreue, Korruption, Unterschlagung, Falschbilanzierung, Betrug, Steuerdelikte, Kartellabsprachen, Umweltdelikte und vieles mehr gehören dazu. In den letzten Jahren gab es vermehrt Versuche, Antisozialität in Verbindung mit Phänomenen der Wirtschaft zu bringen.
Es wurde dabei die These vertreten, dass antisoziale Persönlichkeiten aufgrund ihrer Rücksichtslosigkeit sowie der Fähigkeit zur Täuschung und Risikobereitschaft in besonderem Maße prädestiniert sein könnten, in den Bereichen Politik und Wirtschaft Erfolg zu haben. Teilweise stehen diese Überlegungen auch im Kontext eines möglichen Zusammenhangs von Narzissmus und Führung, der konzeptuell und inzwischen auch empirisch größere Aufmerksamkeit erlangt hat. Im Folgenden soll im Zusammenhang mit Macht, Wirtschaft und Führung der Bereich Antisozialität und Psychopathie näher untersucht werden. Selbstverständlich ist mit Antisozialität auch ganz allgemein Kriminalität gemeint, was natürlich vielfache Berührungspunkte auch zur Wirtschaft aufweist. In Klammern Korruption, Bestechung, Steuerdelikte etc. So, ich lese das nochmal. Selbstverständlich ist mit Antisozialität auch ganz allgemein Kriminalität gemeint, was natürlich vielfache Berührungspunkte auch zur Wirtschaft aufweist. In Klammern Korruption, Bestechung, Steuerdelikte etc. Antisozialität meint dabei die Neigung zur Kriminalität, die wiederum als manifeste Delinquenz bezeichnet werden kann. Das heißt, es gibt Delinquenz, die nicht einer Antisozialität oder gar einer antisozialen Persönlichkeitsstörung entspringt. Das heißt, es gibt Delinquenz, die nicht einer Antisozialität oder gar einer antisozialen Persönlichkeitsstörung entspringt. An dieser Stelle kann nicht näher auf den Aspekt der Macht in Unternehmen eingegangen werden, der als vergessener Faktor bezeichnet wurde. Vergessener Faktor, ein Zitat, das findet man bei Knoop, Lach und Oltmanns und weitere, publiziert im Jahr 2012. Bestimmte Phänomene der Wirtschaft lassen an Antisozialität denken. Obwohl antisoziales Verhalten in wirtschaftlichen Kontexten häufiger vorkommt, sind es nicht im engeren Sinne Personen mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen, die vermehrt Erfolg in der Karriere aufweisen. Dysfunktionale Aspekte bei Personen mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen führen oft frühzeitig zu Problemen, die Erfolg erschweren. Echt schwerwiegende Antisozialität im Bereich der Wirtschaft und Politik findet sich vermutlich am ehesten bei adaptiven und intelligenten Personen aus dem Spektrum des schweren malignen Narzissmus bzw. der Psychopathie. Bei der Beurteilung des Stellenwerts von Antisozialität im Bereich Führung spielen die unterschiedlichen Konzepte, die in diesem Bereich vorhanden sind, eine erschwerende Rolle. Dennoch erscheint es angemessen, dass Wirtschaft und Politik etwa durch ein Risk-and-Throw-Management proaktiver und mit den Risiken von Kriminalität und Antisozialität umgehen. So, jetzt weiß ich nicht, was ein Risk-and-Throw-Management proaktiver mit den Risiken. Risk-and-Throw wäre Französisch. Ich kann mal gucken. Ich habe ja hier Wörterbücher. So. The New International. Wir können auch bei Ausfall machen. Es geht ums Management. Dafür. The New International Webster's Comprehensive Dictionary. Fraud. Also, ich weiß gar nicht. Mal gucken. So. Tada. Thank you.
Swedish, a thief, also spelled Jonov. Jonov, Janev, Jonov. Ich habe mit Fanbom, Kind, Flutage, Fritz, Schont, Form of Friedrich, Freshman, Freeman, Frank, and we've got Fräulein, Fraudulence, Fraud. Description in order to gain by another's lost craft trick guilty. Description in order to gain by another's lost craft trickery guile. One who acts fraudulently, a cheat, a deceptive or spurious thing. Law, any artifice or deceptions practiced to cheat. Aha. Fraud. Bescheißen. Hier nach, wie der Bescheißen umschrieben wird. Fraud. Fraud, the crime of cheating somebody in order to get money or goods illegally. Sie sagt ja Bescheißen. She was charged with credit card fraud. Property that has been obtained by fraud. 100 million fraud. Collocations at crime. A person who pretend to have qualities, abilities are Hochstaplerei heißt es auch. Oder Hochstapler, a fraud. That they do not really have in order to cheat other people. He's nothing but a liar and a fraud. She felt a fraud accepting their sympathy. Risk and Fraud Management. So, das Risiko- und Bescheißen-Management. So. Dennoch erscheint es angemessen, dass Wirtschaft und Politik etwa durch ein Risk and Fraud Management, auf Deutsch Risiko- und Bescheißenmanagement, proaktiver mit den Risiken von Kriminalität und Antisozialität umgehen. Bei der Kriminalität im Bereich der Wirtschaft muss zudem unterschieden werden zwischen kriminellen Handlungen, etwa Diebstahl oder Unterschlagung innerhalb einer Firma, Klammer zu, und quasi struktureller Wirtschaftskriminalität, in Klammern, etwa in Ländern, wo in bestimmten Branchen Bestechung und Ähnliches zum Alltag gehören, Klammer zu. Hinzu kommt ein erheblicher Graubereich, Klammer auf, zum Beispiel das einmalige Verwenden von Druckerpapier für private Zwecke, wohl nicht ganz korrekt, aber kaum zu problematisieren, wenn jemand dagegen regelmäßig 500 Blattblöcke nach Hause nimmt. Wäre klar eine Grenze überschritten. Ich weiß gar nicht, was 500 Blattblöcke kosten. Dazwischen erscheinen die Übergänge fließend, Klammer zu. Beachtet werden sollte auch, dass nicht jede illegale Handlung in Unternehmen einer kriminellen Motivation entspringen muss. Beispielsweise entnehmen teilweise Mitarbeitende Gelder der Firma. Spätestens daran merkt man, dass es ein Schweizer ist. Beispielsweise entnehmen teilweise Mitarbeitende Gelder der Firma, über die sie verfügen können, mit der Absicht, einen privaten finanziellen Engpass zu überbrücken und es dann zurückzuzahlen. Gelegentlich überschreiten Angestellte auch Grenzen der Legalität, um ihrem Unternehmen zu nützen.
Klammer auf, etwa Bestechung in bestimmten Ländern, um dort überhaupt Geschäfte tätigen zu können. Die überschreiten die Grenze, damit sie nicht rausfliegen oder weil sie es notorische Arschlöcher sind, nicht um dem Unternehmen zu nutzen. Oder sie manipulieren die Zahlen eines Berichts, weil sie sonst eine Zielvorgabe nicht erreicht hätten. In all diesen Fällen kommt es nicht zu einer persönlichen Bereicherung und oft fehlt auch das Unrechtsbewusstsein. Der Ansatz zwischen Führungspersönlichkeit in Wirtschaft und Politik, Psychopathologisierung, in Klammer Narzissmus, Psychopathie, Klammer zu, Zusammenhänge herzustellen, ist gegenwärtig nicht zuletzt durch die Medien in Mode gekommen. Dennoch gibt es nur wenige verlässliche empirische Untersuchungen. Es sollte nicht zuletzt auch aus Gründen einer funktionierenden Zivilgesellschaft gewarnt werden, jede Form der Verantwortungsübernahme oder des Dominanzstrebens zu pathologisieren. Zu gut Deutsch, wer Verantwortung übernimmt und Dominanzstreben zeigt, also einen Führungsanspruch anmeldet, ist nicht unbedingt krank. So, und sollte auch nicht krank gemacht werden. Das, damit schließt die Einleitung von Führungskräfte und Antisozialität von Gerhard Dammann. Tschüss. Ich mache mir jetzt was zum Mittag. Gibt wahrscheinlich Rührei.